NWB unterwegs in Berlin. Wir treffen auf die Nachhaltigkeitsexpertin Marie-Lucie Linde von Sustainable Natives und sprechen mit ihr über das Thema Nachhaltigkeit bei NWB. Mein Name ist Marie-Lucie Linde. Ich bin ehemalige Mitarbeiterin von NWB. Seit 4 Jahren bin ich im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs und berate Unternehmen zum Thema nachhaltige Unternehmensführung und Kommunikation. Was sind die Leitfragen Ihrer Arbeit mit NWB? Wie kann man Nachhaltigkeit für den NWB-Verlag selber genauer verstehen? Wie kann man es aber auch strategisch wirklich voranbringen? Aber wie kann man auch anderen Unternehmen dabei helfen, das Thema wirklich systematisch für sich zu erkennen und aufzubauen? Und das ist eigentlich das große Ereignis, wenn nicht sogar die große Erkenntnisreise, die ich mit NWB teile und auch verbinde. Wie ist das Thema Nachhaltigkeit bei NWB verankert? Grundsätzlich sind natürlich so Themen wie Ressourcen, Klima, Mitarbeitende große Themen, die für NWB immer schon auch auf der Agenda standen, aber durch das Nachhaltigkeitsthema auch nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen haben. Und das ist so ein Beispiel oder sind ein paar Beispiele, wie das Thema Nachhaltigkeit bei NWB gedacht und auch gelebt wird, weil es ist tatsächlich etwas, was auch viele Mitarbeitende sehr schätzen an NWB, dieses Thema Verantwortung wirklich auch an das Kerngeschäft zu bringen. In welchem Bereich von Nachhaltigkeit ist NWB erfolgreich? Also ich glaube, das prägnanteste Beispiel von Nachhaltigkeit bei NWB ist tatsächlich das Thema oder das Handlungsfeld Klima. Vor allem da das Thema der klimaneutralen Druckprodukte. Das wird gemessen. Da wird geguckt, was können wir jetzt tun, um diese Emissionen noch zu reduzieren. Und das, was nicht vermeidbar ist, wird konsequent kompensiert. Und dementsprechend kann NWB seit einiger Zeit schon sagen, dass sie klimaneutrale Druckprodukte anbieten und ein wirklich sehr wichtiges Produktversprechen an ihre Kunden mitgeben. Wie geht NWB mit den Kosten für diese CO2-Kompensation um? Das Kompensieren von CO2-Emissionen kostet auch Geld, aber das ist eigentlich ein Kostenfaktor, den wir bisher einfach immer externalisiert haben. Und jetzt nimmt sich NWB dieser Verantwortung an und internalisiert diese Kosten. Am Ende des Tages wird die ganze Wirtschaft das tun müssen und so hat sich NWB da sehr früh mit dem Thema beschäftigt und hat das einfach auch sehr vorbildlich schon integriert im eigenen Kerngeschäft, sodass ich glaube, dass das für den NWB-Verlag für die Zukunft auf jeden Fall einer der Erfolgsfaktoren sein wird. Wenn Sie mehr über die Nachhaltigkeitsambitionen und Aktivitäten von NWB erfahren wollen, dann schauen Sie in unseren aktuellen NWB-Nachhaltigkeitsbericht.